ich gerne deine Schwester, aber ja, vielleicht. Ja. Ich glaube, ich wäre gerne ihre. Ich glaube, das würde gut passen. Ich hätte allerdings ganz gerne, bitte noch, ich hätte gerne zwei Sachen. Ich hätte gerne eine Charaktereigenschaft. Neidisch. Hm? Neidisch. Neidisch. Und ich hätte trotz allem gerne noch ein persönliches Problem. Memorieren. Ihr macht es mir heute schwer. Nein, das stimmt. Nein, das stimmt. Wenn sie weggeht auf die Boden, so, dass du keinen Verhäuten mehr hast. Nein, nein, ich nehme die Hämorrhoiden. Das ist schon mal gut. Ich nehme die Herausforderung an. Nein, und Hämorrhoiden. Und dann soll man noch jemand heiter sein. Wo findet denn unsere Szene statt? In der Bar. In der Bar. Das ist ja offensichtlich nicht am gleichen Abend, weil am nächsten Abend. Das ist aber so eine Bar zu besetzen. Oder zum Spiel. Wie geht das mit deinem Hämorrhoiden? Sag's doch noch lauter, Maria. Sag's doch noch lauter. Außerdem baut die Herr gerade erst auf, ja? Mann! Hast du dein Kissen dabei? Hast du keine Getränke mitgebracht? Du musst doch welche haben. Ja, deswegen sag ich doch. Shit, ich bin vergessen. Was willst du dann, Whisky? Nee, lieber einen Cocktail heute. Cocktail? Mit Whisky. Mein Handy ist kaputt. Mich ruft jemand an? Oh, bist du nicht dran? Danke, dass du mal überhaupt mal danach fragst, wie es mir geht. Gabriela, was denn? Geht es dir gut? Nein, mir geht's nicht gut. Danke, dass du überhaupt mal fragst. Danke. So, jetzt ist aus. Hoffentlich. Wer ruft dich da an? Also. Francesco? Francesco ist fremdgegangen. Ne? Jetzt schon zum dritten Mal. Ne? Und jetzt habe ich ihm gesagt, jetzt kann er mich mal kreuzweise. Ja. Ich mit meinem totalen Glück mit Männern, ich meine, guck dich an. Was ist mit dem jetzt gestern? Ihr seid im Bett gelandet, gib's doch zu, dieser Typ, den Urlauber, den du getroffen hast. Das ist ein Urlauber. Also seid ihr im Bett gelandet, stimmt's? Ja? Und ich kann gucken, wie ich Francesco überhaupt mal in die Nähe vom Schlafzimmer kriege, ne? Weil er immer. Also, Maria, ich glaube, ich habe genug von dir bezahlt. Und was hast du für. Hast du einen Plan? Ich habe gedacht, der Plan wäre gut, nach Deutschland zu gehen. Und was dann machen? Gott, da gibt es doch so viele Möglichkeiten. Also ich tue da jetzt noch ein bisschen Whisky rein, bei dir auch? Nein, das ist schon okay. Ich brauche noch eine Sekunde im Kleinkopf. Danach trinke ich das auch gerne pur. Weshalb ich jetzt zu dir komme und dir das sage,
wenn ich gehe, dann, dann müssen wir halt den Hutladen zumachen. Ne? Also, ich weiß, dass du jetzt da nicht dran gedacht hast, weil dir fliegt ja immer noch alles leicht zu im Leben, da musst du gar nicht nachdenken. Ich bin ja diejenige, die dafür sorgt, dass die Dinge vorangehen, und den Hutladen würde ich dazu machen und dann müsstest du halt den Job auf der Bohrinsel annehmen oder was auch immer, was weiß denn ich. Ja, aber ich könnte ja nach einer Mitarbeiterin gucken. Maria, du bist so chaotisch. Ich meine, dir fliegt das Glück immer zu, aber du bist so chaotisch. Du glaubst wirklich, dass du das schaffst mit einer Mitarbeiterin? Kommt der nächste Urlauber vorbei und zack, bist du wieder, oh, ich mach den Laden zu, ich geh lieber am Strand mit der. Du müsstest das Leben nehmen, wie es kommt. Und nicht immer, oh mein Gott, die Rente und die Männer und... Gabriela, das Leben ist manchmal scheiße. Was soll das jetzt heißen? Deshalb sollte man nicht wie ein Trauerkloß sich verziehen und sagen, Ibiza, es hat mir auch kein Glück gebracht. Jetzt wird es wieder Deutschland und Deutschland ist ja dann auch noch das Wetter schlechter. Und was willst du mir denn sagen? Ich sag dir ja nur, dass ich jetzt glaube, dass ich genug habe, weil Francesco, der kann dich jetzt mal kreuzweise, ja? Und du machst alles Mögliche im Laden außer Hüte verkaufen, ja? Sag mal, ja, es gibt so viele Männer auf Ibiza, warum muss es Francesco sein? Ich bin nicht wie du! Dir laufen sie alle hinterher, von mir laufen sie alle davon! Ach, die scheiß neue Creme hilft auch nicht. Also entweder kommt jetzt irgendwas tatsächlich Faktisches von dir, oder der Plan ist, wir machen den Hutladen zu, ich gehe nach Deutschland und du machst halt was auch immer. Ja, das ist dir egal, was ich mache. Nein, das ist mir nicht egal. Ich weiß, dass du immer auf den Füßen landest. Du hast das Glück gepachtet, ich weiß nicht warum. Willst du das ernsthaft probieren, dir Mitarbeiter suchen und den Laden offen lassen? Es ist mir lieber als die Bohrinsel. Tja. Dann sage ich dir jetzt eins, Marie. Wenn du in 2 Monaten kommst und sagst, du bist pleite und ob ich bitte dir das Geld für die Miete für den Laden geben kann, dann kannst du hundertprozentig Gift drauf nehmen, dass ich das nicht tun werde. Die Wette gilt. Thank you.